Das ist halt schon ziemlich heftig. Was passiert hier? Eine Falle! Saren hat einen Hinterhalt vorbereitet. Nein! Ich glaube nicht, dass Saren dahinter steckt. Die werden doch bestimmt eh alle jetzt zu Alliance gehen oder zu Studio 71 oder so. Würde ich, wenn ich die Größe hätte, würde ich das, glaube ich, auch machen. Ich habe die Proteaner jahrzehntelang studiert. Aber ein derartiges Gefühl habe ich noch nie verspürt. Was werden wir da unten vorfinden? Was immer es auch sein mag, seien Sie vorsichtig. Wäre dies einfach nur eine automatische Falle, so hätte sie Saren ebenfalls ausgelöst. Das ist ja das, was ich am Anfang dachte, ich, hä, ja, warum geht der nicht einfach aus dem Netzwerk rauf? Aber dann ist mir eingefallen, die haben ja einen Vertrag unterschrieben. Ich bin ja in so einem No-Login-Netzwerk, ich muss keinen Vertrag dafür unterschreiben. Das heißt, ich bin da drinne und wenn ich jetzt merke, ach nö, ich möchte da nicht mehr sein, dann kann ich halt innerhalb, den, also kann ich rausgehen aus dem Netzwerk und nach 30 Tagen werde ich dann von dem Netzwerk auch wieder gelöst. Das ist natürlich immer der Vorteil bei sowas. Aber bei den meisten größeren musst du natürlich einen Vertrag unterschreiben, das ist dann immer natürlich ein bisschen was anderes. Sie sind keine Proteaner. Kann man nicht einfach so aber raus. Aber auch keine Maschine. Diese Möglichkeit ist eine der vielen eingerechneten Wahrscheinlichkeiten. Deswegen haben wir unsere Warnung über die Sender übermittelt. Scheint ein Programm der Kategorie VI zu sein. Allerdings stark beschädigt. Sie scheinen keine Kennzeichen der Indoktrinierung zu tragen. Nicht wie die anderen, die kürzlich hier waren. Vielleicht gibt es noch Hoffnung. Das ist unglaublich. Ein proteanisches VI-Programm und ich kann es verstehen. Ich habe Ihre Kommunikation überwacht, seit Sie hier in der Station sind. Und ich habe meine Ausgabe so modifiziert, dass Sie sie verstehen können. Ich heiße Vigil. Sie sind hier in Sicherheit. Im Augenblick. Aber das wird sich sicher ändern. Schon bald gibt es keinen sicheren Ort mehr. Sind Sie eine Art Programm mit künstlicher Intelligenz? Ich bin ein fortschrittliches, non-organisches Analysesystem mit persönlichen Abgleichungen von Kaysat Aishan, dem Superinspektor der Eilos-Forschungseinrichtung. Warum haben Sie mich hierher gebracht? Sie müssen einen Zyklus durchbrechen, der seit mehr als 1 Million Jahre Bestand hat. Aber dazu müssen Sie verstehen. Sonst werden Sie die gleichen Fehler machen wie wir. Die Zitadelle ist das Herz Ihrer Zivilisation und der Sitz der Regierung. So war es bei uns auch. Und bei allen Zivilisationen, die vor uns da waren. Aber die Zitadelle ist eine Falle. Die Station ist im Grunde ein riesiges Massenportal. Sie ist das Tor zum Orkusnebel. Zur unendlichen Leere hinter dem Horizont der Galaxie. Wenn das Zitadelle-Portal aktiviert wird, werden die Reaper auftauchen. Und sie werden alle vernichten. Wieso hat noch niemand festgestellt, dass die Zitadelle ein inaktives Massenportal ist? Die Reaper haben Vorsichtsmaßnahmen getroffen, damit das Geheimnis der Zitadelle gewahrt bleibt. Sie haben eine Spezies wohlgesonnener organischer Verwalter erschaffen. Die Keeper kümmern sich um alle Grundfunktionen der Station. Sie ermöglichen, dass alle Spezies, die die Zitadelle entdecken, die Station nutzen können, ohne die Technologie ganz zu verstehen. Diese technische Abhängigkeit gewährleistet, dass kein anderes Volk das Geheimnis der Zitadelle entdeckt. Nicht bis das Portal aktiviert wird und die Reaper einfallen. Wie können die Reaper im Orkusnebel überleben? Wir haben nur Theorien. Die Forscher hier kamen zur Überzeugung, dass die Reaper lange Phasen der Inaktivität einlegen können, um Energie zu sparen. So können sie viele tausend Jahre darauf warten, dass sich wieder neue organische Zivilisationen bilden. Aber in diesem Zustand sind sie verwundbar. Sie ziehen sich hinter den Horizont der bekannten Galaxie zurück, um nicht versehentlich entdeckt zu werden. Sie bleiben so lange unerkannt, bis das Zitadelle-Portal aktiviert wird. Wenn Saren das Portal aktiviert, können die Reaper den Rat und die Zitadelle-Flotte mit einem Streich auslöschen. Das war unser Schicksal. Unsere Anführer waren tot, bevor wir überhaupt merkten, dass wir angegriffen wurden. Die Reaper übernahmen die Kontrolle über die Zitadelle und damit die Massenportale. Die Kommunikations- und Transportmöglichkeiten unseres Reiches brachen zusammen. Jedes Sternensystem war isoliert und auf sich allein gestellt. Und damit eine einfache Beute für die Reaper. In den folgenden Dekaden löschten die Reaper systematisch unsere Leute aus. Welt um Welt.
System um System wurden von ihnen systematisch vernichtet. Krieg war verloren. Vielleicht hätten die Reaper eine Kapitulation akzeptiert. Es gab keine Aufforderung zur Kapitulation. Unser Feind hatte nur ein Ziel. Die Auslöschung allen fortschrittlichen organischen Lebens. Über die Zitadelle hatten die Reaper Zugriff auf alle unsere Daten, Karten und Populationserhebungen. Information ist Macht. Und sie wussten alles über uns. Ihre Flotten patrouillierten durch alle bewohnten Regionen der Galaxie. Einige Welten wurden komplett zerstört. Andere wurden erobert und die Bevölkerung versklavt. Die indoktrinierten Diener wurden zu sogenannten Schläferagenten unter der Kontrolle der Reaper. Andere Proteaner nahmen diese Agenten als Flüchtlinge auf und wurden von ihnen an die Maschinen verraten. Innerhalb weniger Jahrhunderte hatten die Reaper alle Proteaner in der Galaxie getötet oder versklavt. Sie waren skrupellos, brutal und absolut gründlich. Das ist echt eine interessante Frage. Ich weiß aber nicht, ob das nicht auch Masseneffektfehler sind und die einfach auch in der Lage sind, unendlich Energie zu liefern. Keine Ahnung. Könnte sein. Das ist ja eh das ein Mysterium für sich, ja, was die Citadel genau ist, was die antreibt. Ich glaube, das wird auch gar nicht geklärt. Bin ich mir jetzt aber nicht so sicher. Eine Sache verstehe ich nicht. Wohin sind die Reaper gegangen, nachdem sie ihre Leute besiegt hatten? Unsere Welten waren ausgebeutet. Durch diese indoktrinierten Sklaven. Alles von Wert, alle Ressourcen und Technologien waren geraubt worden. Nachdem die Reaper sich sicher waren, alles organische Leben ausgelöscht zu haben, zogen sie sich über das Zitadellportal zurück in den Orkusnebel und versiegelten das Portal. Alle Hinweise auf die Reaper-Invasion waren beseitigt worden. Sie ließen nur ihre indoktrinierten Sklaven auf sich allein gestellt zurück. Geistlose Hüllen, die zu keinen eigenen Gedanken fähig waren und schon bald verhungerten oder an atmosphärischer Strahlung starben. Damit war der Genozid der Proteaner komplett. Was sind die Beweggründe der Reaper? Wieso wiederholen sie dieses Genozidmuster wieder und wieder? Die Motive der Reaper sind für uns nicht nachvollziehbar. Vielleicht benötigen sie Sklaven oder Ressourcen. Wahrscheinlich aber werden sie von Motiven angetrieben, die organische Lebewesen niemals nachvollziehen können. Aber das ist nicht entscheidend. Ihr Überleben hängt nicht davon ab, dass sie sie verstehen, sondern aufhalten. Und hier werden die Reaper ja noch voll als die Bösewichte Number One dargestellt. Ich finde, im dritten Teil bekommt man so ein bisschen, naja, sagen wir mal, eine Art Verständnis, warum sie tun, was sie tun. Ist natürlich aus unserer Sicht, würden die uns jetzt angreifen, immer noch nicht richtig, aber ja, sie müssen es halt tun. Sie können ja selber nichts dagegen machen, ne? Das ist halt ihre Programmierung. Sie sagten, dass ich aus einem bestimmten Grund hier bin. Sagen Sie mir, was ich tun muss. Die Röhre ist der Schlüssel. Vor dem Angriff der Reaper waren wir Proteaner kurz davor, das Geheimnis der Massenportaltechnologie aufzudecken. Eilos war eine Hochsicherheitseinrichtung. Hier haben die Forscher an der Entwicklung einer kleinen Version eines Massenportals gearbeitet. Es sollte eine direkte Verbindung mit der Zitadelle haben, dem Knotenpunkt des Portalnetzwerkes. Die Röhre ist keine Waffe, sondern der Hintereingang zur Zitadelle. Wie haben sie es geschafft, nicht entdeckt zu werden? Alle offiziellen Aufzeichnungen des Projekts wurden bei der ersten Angriffswelle auf die Zitadelle vernichtet. Während das Proteanische Reich fiel, blieb Eilos verschont. Wir haben alle Kommunikationswege zur Außenwelt gekappt und die Einrichtung damit verborgen. Die Forscher flüchteten in den Untergrund, in diese Archive. Um Ressourcen zu sparen, wurden alle in eine kryogenetische Stasis versetzt. Ich wurde darauf programmiert, die Einrichtung zu überwachen und die Besatzung zu wecken, wenn die Gefahr vorüber ist. Aber der Genozid an der gesamten Spezies war ein langer Prozess. Die Jahre vergingen. Jahrzehnte. Jahrhunderte. Die Reaper blieben. Und meine Energiereserven gingen zur Neige. Sie hätten kämpfen sollen. Wir waren wenige hundert gegen eine galaktische Invasionsflotte. Unsere einzige Hoffnung war, unentdeckt zu bleiben. Ich habe die Überlebenssysteme der weniger wichtigen Besatzungsmitglieder unterbrochen. Erst Assistenzkräfte, dann Sicherheitsleute. Eine Kapsel nach der anderen wurde abgeschaltet, um Energie zu sparen. Am Ende waren nur noch die Stasis-Kapseln der Top-Wissenschaftler aktiv. Und selbst diese drohten auszufallen, als sich die Reaper endlich durch das Zitadellportal zurückzogen. Da draußen waren hunderte Stasis-Kapseln. Sie haben sie einfach ausgeschaltet?
Sie haben sie einfach getötet? Sie konnten nicht alle retten. Einige mussten sterben, damit andere leben konnten. Diese Situation war einkalkuliert worden. Meine Aktionen waren die Folge meiner implementierten Eventualprogrammierung. Ich wette, die weniger wichtigen Besatzungsmitglieder wussten nichts davon. Ich habe die wichtigsten Personen gerettet. Als die Reaper sich zurückzogen, waren die führenden Forscher noch am Leben. Nur durch meine Aktionen gibt es noch Hoffnung. Als die Forscher erwachten, realisierten sie, dass die Proteaner dem Untergang geweiht waren. Es gab nur noch ein Dutzend Überlebende. Viel zu wenig, um den Fortbestand des Volkes zu sichern. Dennoch wollten sie einen Weg finden, um die Reaper an der Rückkehr zu hindern. Einen Weg, den Zyklus für immer zu unterbrechen. Und sie wussten, dass die Keeper der Schlüssel sind. Ich verstehe die Zusammenhänge immer noch nicht. Warum versucht Saren, die Röhre zu finden? Über die Röhre hat er Zugriff auf die Zitadelle und die Keeper. Die Keeper werden durch die Zitadelle kontrolliert. Vor jeder Invasion wird ein Signal durch die Station gesendet, das sie veranlasst, das Zitadelle-Portal zu aktivieren. Nach Jahrzehnten intensiver Arbeit fanden die Forscher heraus, wie man dieses Signal ändern kann. Mit Hilfe der Röhre erhielten sie Zugriff auf die Zitadelle und nahmen die Änderungen vor. Als dieses Mal die Sovereign das Signal zur Zitadelle gesendet hatte, reagierten die Keeper nicht. Die Reaper sind im Orkusnebel gefangen. Oh, das ist aber schade. Saren scheint zu planen, ihre Änderungen rückgängig zu machen. Derjenige, den sie Saren nennen, wird die Röhre benutzen, um die Verteidigungssysteme der Zitadelle zu umgehen. Wenn er erst einmal drin ist, wird er die Kontrolle der Station der Sovereign überlassen. Die Sovereign wird die Systeme der Zitadelle überschreiben und das Portal manuell öffnen. Damit wird der Vernichtungszyklus erneut eröffnet. Gibt es einen Weg, sie aufzuhalten? In meiner Konsole befindet sich eine Datei. Nehmen Sie eine Kopie davon mit. Wenn Sie die Hauptsteuerungseinheit der Zitadelle erreichen, laden Sie diese Daten hoch. Damit können Sie die Sicherheitsprotokolle der Zitadelle überschreiben und vorübergehend die Kontrolle über die Station übernehmen. Vielleicht haben Sie so eine Chance gegen die Sovereign. Moment. Wo befindet sich die Hauptsteuerungseinheit der Zitadelle? Davon habe ich noch nie gehört. Die Röhre wird den Weg weisen. Folgen Sie Saren. Er wird Sie an den richtigen Ort bringen. Die Reaper im Orkusnebel gefangen sind. Wie ist dann die Sovereign hierher gekommen? Es scheint wahrscheinlich, dass die Reaper nach jedem Genozid jemanden zurücklassen. Als Speerspitze, um den Weg der Rückkehr zu ebnen. Wie die anderen im Orkusnebel hatte wohl auch die Sovereign mehr als 50.000 Jahre im Überlebensschlaf verbracht. Wahrscheinlich hat sie in regelmäßigen Abständen die Situation analysiert. Sie blieb unentdeckt und bewertete den Status der galaktischen Zivilisation. Und als die Zeit gekommen war, wollte sie das Zitadellsignal aktivieren und die nächste Reaper-Invasion einleiten. Aber dieses Mal hatte das Signal versagt. Die Keeper reagierten nicht. Die Verbündeten der Sovereign waren im Nichts gefangen. Auf sich allein gestellt musste sie herausfinden, was schiefgelaufen war. Die Sovereign ist das größte Schiff der Galaxie. Warum diese geheimen Pläne? Warum greift sie nicht einfach die Zitadelle an? Die Sovereign ist nicht unbesiegbar. Wäre ihre wahre Identität aufgedeckt worden, hätten sich alle organischen Streitmächte auf sie gestürzt. Selbst ein Reaper hätte keine Chance gegen einen solchen Angriff. Aber die Reaper sind geduldig. Sie gehen keine unnötigen Risiken ein. Die Sovereign könnte alles seit Jahrhunderten geplant und sich auf die Suche nach Verbündeten gemacht haben. Und langsam hat sie die Puzzleteile zusammengesetzt und die notwendigen Maßnahmen durch Agenten erledigen lassen. Saren ist der offensichtlichste Helfer der Reaper. Aber es gab wohl noch andere. Die Sovereign kommt jetzt aus ihrer Deckung. Ich weiß nicht, ob sie ihrer Sache sicher oder verzweifelt ist. Aber sie will mit aller Macht das Portal zum Orkusnebel öffnen. Was ist mit dem Sender auf Eden Prime? Und dem auf Wurmmeyer? Welchem Zweck dienen sie? Auf dem Höhepunkt unserer Zivilisation bildeten die Sender ein Netzwerk. Mit Hilfe dieses intergalaktischen Netzwerkes konnten wir Daten in hoher Geschwindigkeit von Welt zu Welt senden. Während der Invasion wurden fast alle Sender zerstört. Aber nach dem Abzug der Reaper entschlossen sich die Überlebenden auf Ilos, das Risiko einzugehen und eine Nachricht zu senden.
Wir wussten, dass es wahrscheinlich keine anderen Überlebenden gab. Falls doch, sollten sie von Eilos erfahren. Wir wollten ihnen Hoffnung geben. Also wurde eine Nachricht an das Netzwerk gesendet. Die Reaper hätten das Signal auffangen und diesen Ort entdecken können. Wir hatten nicht wirklich erwartet, dass die Sender noch funktionieren würden. Es war nur ein Versuch. Falls es Überlebende gab, sollten sie von uns wissen. Die Nachricht war nur für unsere Leute bestimmt. Sie war verschlüsselt. Nur organische Wesen hätten sie verstehen können. Aber wir hatten noch immer nicht die Macht der Indoktrination der Reaper verstanden. Wir hatten nicht damit gerechnet, dadurch Agenten der Maschinen hierher zu führen, wie Saren. Aber auch sie haben hierher gefunden. Also haben wir vielleicht doch das Richtige getan. Wer weiß, wer weiß. Die Reaper haben also die Zitadelle und die Keeper gleichzeitig erschaffen. Wahrscheinlicher ist, dass die Keeper zu den ersten Völkern zählten, die versklavt wurden. Wahrscheinlich das allererste. Vielleicht haben sie gut auf die Indoktrination reagiert. Oder die Reaper haben sie so gezüchtet, dass sie loyal sind. Auf jeden Fall wurden sie eingesetzt, um die Zitadelle zu steuern und zu kontrollieren. Aber die Keeper werden nicht mehr direkt durch die Sovereign oder andere Reaper kontrolliert. Sie haben sich weiterentwickelt und reagieren nur noch auf Signale durch die Zitadelle selbst. Als die Proteaner die Zitadelle-Signale änderten, hatte die Sovereign keine Kontrolle mehr über die Keeper. Jetzt sind sie absolut harmlos. Die Sovereign hat wohl realisiert, dass organische Wesen schwer zu kontrollieren sind. Das klingt sehr wahrscheinlich. Die Keeper haben sich in eine unerwartete Richtung weiterentwickelt. Nicht-organische Diener wie die Geth agieren voraussehbarer. Was ist aus den Überlebenden des Röhrenprojekts geworden? Sie nutzten die Röhre, um Zugang zur Zitadelle zu bekommen. Aber die Röhre ist nur ein Prototyp. Das Portal funktioniert nur in eine Richtung. Sie waren also auf der Station gefangen. Ich weiß nicht, was aus ihnen geworden ist. Wahrscheinlich gab es kein Wasser und keine Nahrung auf der Station. Ich fürchte, dass sie eines langsamen, grausamen Todes gestorben sind. Ich weiß nur, dass sie es geschafft haben, das Portal zu schließen. Ihre Gegenwart hier beweist, dass ihre Mühen nicht umsonst waren. Saren hat einen Vorsprung. Die Datei sichern und dann los. Ganz sicher, Shepard? Wer weiß, wie lange Vigil noch zur Verfügung steht. Die Projektion ist schon sehr schwach. Dies ist vielleicht unsere letzte Chance, an Informationen zu kommen. Die letzte Chance, etwas über die Proteaner zu erfahren. Diese Gelegenheit kommt nie wieder. Na gut. Lebst du in der Höhle oder warum musstest du jetzt Licht anmachen? Also draußen ist hell, wenn ich mal so rausgucke. Es ist noch relativ hell draußen. Ich musste ja extra alles abdunkeln, damit das mit der Webcam und dem Greenscreen alles so funktioniert. Es könnte uns nützlich sein. Ich werde Ihnen gerne mit Informationen dienen. Meine Datenbank ist aber darauf limitiert, nur direkte Informationen über Abwehrmaßnahmen gegen die Reaper zu liefern. Achso, ja, habe ich ja alles gefragt. Also, ja. Ich habe die Datei. Dann los. Derjenige, den Sie Saren nennen, hat die Röhre noch nicht erreicht. Noch nicht. Es gibt noch Hoffnung, wenn Sie sich beeilen. Alles klar, wir müssen uns beeilen. Weg da. Wieso habe ich 2 abtrünnige Punkte bekommen? Verstehe ich nicht. Na gut, dann habe ich... Okay, wenn Berlin eine Höhle ist, dann habe ich wohl eine Höhle mit sonnigen Plätzchen erwischt. Wenn bei mir Sommer ist, 30 Grad, sage ich mal, draußen sind es bei mir 40. Ihre Kultur, ihre fortschrittliche Technologie... Ist nicht schön. Und trotzdem wurden die Proteaner, genau wie wir, von den Reapern überrannt. Ja. Sie sind gescheitert. Ja. Genau wie mein Volk. Ja. Aber sie gaben uns auch die Möglichkeit, uns zu retten. Wir müssen uns beeilen. Sie gaben mir die Möglichkeit. Shepard, nicht euch. Wollen wir mal festhalten hier. So, jetzt müssen wir uns natürlich beeilen. Leider haben wir immer noch kein Nitro in dem Marco. Das bedeutet, so schnell können wir leider nicht fahren, aber wir müssen uns trotzdem beeilen. So, gesehen, du stirbst. Gesehen, du stirbst. Oh, Moment, wo fahr ich denn jetzt hin? Hilfe, wo fahr ich hin? Niemals mit dem Ding lenken, wenn man hier zoomt, ey, das ist tödlich. Ja, natürlich, hallo. Ich, wir sind Shepard. Also mit mir meine ich natürlich auch euch so, aber nicht die anderen Völker. Ist ja wohl klar. Und Shepard ist Shepard halt. Hui! Juhu, voll gegen den Stein gesprungen. So beeilt man sich.
Ich glaube, das liegt daran, dass Liara gerade fährt. Die kann das noch nicht so gut. Außerdem hat die einen Schnäpschen getrunken. Das ist das dann natürlich, ne? Ist da besonders blöd. Boah, wenn man so fährt die ganze Zeit, dann denkt man ja, man schleicht. Schritttempo. Ach ja. So, da kommen noch ein paar Gegner. So, ihr seid schon mal tot. Hier sind aber noch ein paar mehr. Halt. Verdammt, wo fahre ich hin? Okay, ich muss mich kurz neu sammeln. So, wir müssen erstmal den Koloss irgendwie vernichten, weil der geht mir am meisten auf den Piss. Daneben. Boah, der hält so viel aus, dieser blöde Koloss. Der hat mich getroffen. Was fällt ihm eigentlich ein? Er hat mich schon wieder getroffen, kann das sein? Egal, wir halten noch so ein, zwei... Wie, du hast daneben geschossen? Also Niara, jetzt ist doch mal gut. Ich habe da extra mit dir trainiert. So. Ihr geht weg, du gehst weg. Ach, die sind auch schon tot. Ja gut, wenn die auch schon tot sind, dann läuft ja alles. Ich repariere den mal ganz kurz. Ich repariere ihn mal ganz kurz nicht. Wer braucht schon Reparatur für einen Marco? Niemand. Wir fahren einfach auf unser Ziel zu, wo auch immer das sein mag. Und dann läuft der Shit. Das kommt auch gleich. Das erste Mal, wo ich das gemacht habe, habe ich noch versucht, die ganzen Geth zu besiegen, die am Ende von Eidos kommen. Und habe dann gemerkt, ach Mensch, das ist ja total doof. Hui, das sind aber viele. Ich hab die voll getroffen. Stirb. Ha. Ausgewichen wie in der Matrix. So muss das. So, ich glaube, da hinten kommt schon, ne? Wie? Ich hab den nicht getroffen. Wie kann denn das sein, dass ich nicht getroffen habe? Ist doch wohl totaler Bullshit. Die alle tot? Nee, einer lebt noch. Wo bist du denn, du einer? Hm? Ach, guck mal. Na, der sich versteckt. Aber no problemo. Tot ist tot. Oh, wie gern hätte ich das hier so ein Nitro oder irgendwas, dass der ein bisschen schneller fährt. Aber nö. Da ist es. Da, die Röhre. Die Röhre. Das ist unglaublich. Haben keine Zeit, die Aussicht zu bewundern. Wir müssen durch das Portal. Und die Geth werden uns die Sache nicht leicht machen. Also ich habe alle Zeit der Welt, ja? Reaper are incoming. Ja, beziehungsweise ein Reaper und die Geth. Verteidigungssysteme aktivieren. Station abriegeln. Die Stationsarme bewegen sich nicht. Das System reagiert nicht. Die Zitadell verlassen. Den Rat evakuieren. Zitadellkontrolle. Zitadellkontrolle. Hören Sie mich. So, wir haben jetzt ganze 35 Sekunden. Und hier warten jetzt noch ein paar Kolosse auf uns und ich habe nämlich versucht, die alle zu besiegen in der Zeit. Das klappt natürlich überhaupt nicht. Also fahren wir einfach nur geradeaus und versuchen da reinzukommen. Hui! Ach du Scheiße, ich glaube, das schafft der... Oh, der Marco, das wird eng. Vor allem, ich weiß gar nicht, wer mich die ganze Zeit trifft. Ah, wir schaffen das. Und jetzt genau einen Meter davor geht das Ding kaputt. Nein. Hui! Der Marco kann also doch fliegen. Dieses Schwein. Es hat uns diese Tatsache eiskalt vorenthalten. Kritisches Verschiss für alle überwachten Systeme. Alles klar. Bitte leiten Sie die Evakuierungsprozeduren ein.
Paxil muss die Jahre echt noch ein bisschen arbeiten. Geht doch so nicht. So, aber wir sind auf der Citadel. Und öffnen gleich mal dieses Medikit. Und machen jetzt Urlaub hier. So, wir fragen mal kurz Avina, was hier abgeht. Vielleicht hat sie uns irgendwas zu sagen. Oh, aber ich glaube, wir müssen erstmal Husks töten. Ja, nein, doch, vielleicht. Okay. Verrecke! Vielleicht soll ich auch treffen. Verrecke, bevor du zu mir kommst. Oh, da ist noch einer. Hoi. Und noch ein Levelaufstieg. Den nehme ich natürlich gerne mit. Automatisch. Automatisch. Und automatisch. So. Was bin ich jetzt? Level 49? Das wäre nicht schlecht. Yo. So, Avina, jetzt komm mal raus hier. Das Präsidium wird durch schwere Fehlfunktionen auf der ganzen Ebene beeinträchtigt. Alle außer den Notfallteams müssen sofort evakuiert werden. Geben Sie mir einen Überblick über die Schäden. Alles kaputt. Wir haben die gesamte Primärenergie auf der Ebene verloren. Die Lebenserhaltung reagiert nicht. In den Sektoren 2, 3, 6 und 7 brennen Feuer der Klasse 3. Die zivilen Verluste sind hoch. Es befinden sich außerdem zahlreiche unautorisierte synthetische Lebensformen auf der Station. Sie müssen als feindlich angesehen werden. Bitte seien Sie vorsichtig. Was ist mit dem Rat geschehen? Entsprechend der Standardprozeduren wurde der Rat auf die Destiny Ascension evakuiert. Blöder Fehler. Was ist mit Captain Anderson und Botschafter Udina? Was ist aus ihnen geworden? Ich habe keine Informationen über den Status einzelner Personen. Sobald die aktuelle Krise vorüber ist, werden wir eine Aufstellung aller Todesopfer und Überlebenden anfertigen. Wo ist Saren? Der frühere Spectre-Agent Saren Arterius nähert sich der Ratskammer. Es wurde ein Haftbefehl für ihn ausgestellt, aber die Zitadell-Sicherheit steht zurzeit nicht zur Verfügung. Diese Schweine machen ein bisschen Pause. Na los, wir müssen Saren aufhalten, bevor es zu spät ist. Bitte leiten Sie die Evakuierungsprozeduren ein. Los! Waffen raus, jetzt gib's auf die Fresse! Natürlich, wir müssen natürlich erstmal den Fahrstuhl aktivieren, der ist nicht schon bereit. So, und jetzt müssen wir natürlich erstmal noch Fahrstuhl fahren, können wir erstmal eine Runde schlafen. Na, wird einer von euch irgendwie so eine Capri-Sonne haben oder so? Nein? Gut. Hab nämlich auch gar keine dabei. Die Station. Die feindlichen Schiffe dürfen nicht zwischen die Arme kommen. Die braucht keine Waffen, die fliegt einfach durch die Schiffe durch. Ja, der Plan hat ja gut funktioniert, dass die nicht zwischen die Arme kommen darf. Respekt. Jetzt geht's aber los hier. Saren hat den Aufzug blockiert. Ausrüstung an, wir gehen raus. Wir müssen nach oben. Oder nach unten? Irgendwo müssen wir schon hin. Auf jeden Fall erstmal Waffen rausholen. Das ist sehr wichtig. Ich muss hier auch unbedingt dran denken, öfter mal zu speichern, weil das ist sonst... Ne? Ist sonst blöd.
Ich kenne mich doch, dann vergesse ich es wieder und dann... Huch! Hallöchen! Oh, einer ist entkommen. Warte kurz. Oh nö! Ha, ich habe ihn trotzdem getroffen. Lutscher. What the... What? Wo, Raketenheini? Da ist ein Raketenheini. Komm her, du Raketenheini. Erste Maschine kaputt. Das ist zwar kein Raketenheini, aber ist mir egal. Habe ich dich getroffen, verdammt. So, du bist tot. Komm her, du Raketen... Fratz, Fritz, Frutze. Warte, ich mach das jetzt ganz geschickt. Ha! Awesome. Überlegenheit von Commander Shepard. Das Ding mache ich jetzt auch kaputt, einfach weil ich es kann. Na komm her, du kleiner komischer Geth-Motherfucker. Mach ich kaputt. So, direkt mal... Oh, geht nicht, schade. Direkt mal kaputt gemacht. Jetzt geht der Speicher nicht mehr, na toll. Jetzt geht's wieder. Alles wieder repariert. Boah, die Waffe ist voll geil, ey. Die macht die voll schnell down, die kleinen Pissnägen. Na ja, komm her, du komischer Kroganer. Warlord, ist mir da egal. Ich mach euch alle kaputt hier. Ich mach euch auch kaputt, du komischer Verwüster. Warum habe ich eigentlich Tani mit dabei? Bisschen blöd, aber naja, gut. Ja, eigentlich müsste man Joker anrufen, aber... Ich glaube, das würde Kabel Deutschland nicht zulassen, dass wir da jetzt Hilfe holen. So, ab hier ist jetzt... Huch! Da hat er mir ein Raketchen entgegengeworfen. Das ist aber nett. Oh, da ist ja noch einer. Hallo. Achso. Ah, da gibt's noch andere. Hilfe. Ich will mich hier gerade mal kurz in Deckung bringen. So. Die roten und die schwarzen sind ja voll easy und die weißen irgendwie auch und die anderen alle auch. Also kein Problem. So, Shepard, stimme wieder auf. Sieht ein bisschen behindert aus. Muss ich jetzt eigentlich lang, ey, da hinten, ne? Schauen wir doch mal. Oder? Muss ich hier lang? Ja, wir werden sehen. Ja, it seems to be richtig. Die sind voll geil, die drehen mir einfach den Rücken zu und denken sich, oh ja, wird schon nichts passieren. Boah. Er kommt angerannt. Tali, du musst was tun. Oh, der ist kaputt. Oh, der ist auch kaputt. Läuft. Weiter geht's. Boah, dass man immer nur so kurz sprinten kann. So, wir werden jetzt mal hier die Verteidigungstürmchen aktivieren. Zack. Und den da hinten natürlich auch noch. Durchschnittliche Elektronik, die kamen wir drauf. Ich habe zwar noch nie Elektronik hier irgendwas geskillt, aber haben wir drauf. Läuft. 20 Universalgel, absolut kein Problem, ja. Den Turm machen wir auch schnell an. Jetzt muss ich mal kurz hier so in Deckung. Hier ist irgendwo noch einer. Ach, da oben, der fliegt da. Boah, irgendwas trifft mich, oder? Oh, da steht einer. Hallo. Geth-Landungsschiff. Machen wir es kaputt. Ich schieße mit meiner Waffe da drauf. Das bringt mir schon extrem viel. So, dich kaputt. Was kann ich denn hier eigentlich einsetzen? Gar nichts gerade. Das ist doch... Schnaffte. So, kaputt mit dem Geth-Schiff. Kaputt mit dem Geth. Und auch dieser Geth muss kaputt gehen. Und auch der da hinten, der geht jetzt kaputt. Und dann läuft. Als ob die Geth uns aufhalten könnten. Das ist ja wohl ein Witz. Speichern. So, was können wir denn da Schönes? Wir können einmal den hier machen. So. Ich muss sagen, ich benutze hier relativ selten. Das war aber knapp. Tod. Tod und Verderben über die Geth. Ich benutze in dem Teil relativ selten die Sniper, obwohl ich eigentlich gerne mit der Sniper spiele. Das wird sich in den anderen Teilen dann ändern. Da werde ich nämlich
ausschließlich wahrscheinlich Sniper und das MG benutzen, weil einfach das Zielen damit auch ein bisschen besser ist. So. Weil die Sniper nicht so komisch immer hin und her wedelt, ey. Das ist ja nervtötend. So, stirb, du blöder Kroganer. Headshot, hallo, warum bist du nicht tot jetzt? Aber beim Mutant geht's eigentlich. Wahrscheinlich, weil die ganze Station eh wackelt wie ein Lämmerschwanz und deswegen ist es toll. Warte, ich will ihn treffen. Ha. Tontaum schießen mal anders hier. So, wieder auf die normale Waffe. Kann ich speichern? Ich kann speichern. Ich kann die auch mal kurz heilen. Oh. Hallo. Achso, der ist schon tot. Na gut, das ging schnell. Wie viel XP brauche ich noch bis Level 50? Ist jetzt ganz wichtig, muss man unbedingt wissen. Achso, 8000. Ja, das ist ja... kein Problem. Ist ja überhaupt kein Thema. Oh. Boah, das Level mag ich nicht so. Das Level auch noch. Das Ding hier. So, du bist schon mal tot. What the fuck? Nee. Ja, nein. So, die ist schon mal kaputt. Dann holen wir mal Yara zurück. Ist ja jetzt unsere Zauberschnitte, deswegen müssen wir sie natürlich beschützen. Ach, Yara, du bist schon wieder tot. Bleib doch nicht einfach da doof stehen, ey. Ja, Tal, jetzt bist du auch tot. Ach, egal. We do the shit alone. Aua. Verdammt. Lass mich warten. Heile ich mich jetzt oder warte ich bis? Ich heile mich jetzt, egal. Sie schießen unaufhörlich auf mich. Treffe ich die überhaupt? Bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher, dass ich die überhaupt... Au! Hui! Scheiße. Okay. Ich stehe hier ein bisschen blöd, habe ich so das Gefühl, aber das könnte natürlich auch nur Einbildung sein. Aber irgendwann muss da dieser verkackte Turm mal kaputt gehen. Oder muss ich da... Huch. Oder muss ich dafür näher ran? Ich weiß es nicht. Ich will jetzt hier eigentlich nicht aus der Ecke raus, weil die ist gerade schön safe. Aber, egal. Wir müssen weg hier. So. Ich werde mich jetzt hier... Naja, ich muss erstmal die Lebensleiste sehen, bevor ich irgendwie... Außerdem muss man keine Muni wechseln, das kann ich sagen, weil das habe ich noch nie gemacht. Huch! Jetzt sehe ich nämlich auch hier die Lebensanzeige des Türmchens. Nein, jetzt bin ich tot. Verdammt. So, ja, ist ja gut. Laden vom letzten Speicherstand, Dingsbums, ja, das ist ja noch nicht so lange her.